ein interessanter Professor, Stephen E. Jones. Schon mal davon gehört? Er ist Professor der Physik am Berkeley an der Universität, beziehungsweise ich muss sagen, er war Professor an der Berkeley Universität. Denn wurde nach seinem Bericht, den er einreichte, wurde er 3 Wochen später, 2 Jahre früher in Rente geschickt, als er eigentlich hätte in Rente gehen sollen. Das können Sie auf seiner Internetseite nachlesen. Es ist offiziell, was ich sage. Es ist keine Lüge. Ich kann mir das nicht erlauben. Mir glaubt dann keiner mehr. Das ist aufgrund seiner Studie. Er war derjenige, der einige Reste von dem Stahl, man ließ ihm das zukommen, einige Reste, eine Handvoll Reste von dem Stahl bekam, das in dem Grund, in dem Schutthaufen der Wolkenkratzer gefunden wurde. Und er hat es chemisch analysiert und hat eine Aluminium-Eisen-Verbindung gefunden, die nur dann auftritt, wenn ein bestimmter Stoff an Eisen wirkt, nämlich Thermit genannt oder Thermit in Deutsch. Es ist ein bestimmter Sprengstoff, der in der Lage ist, tonnenschweres Stahl innerhalb von Sekunden zu durchtrennen. Ich kann die Bilder jetzt nicht zeigen, es ist zu viel Zeit, die da verloren gehen würde, aber interessant ist, ich weiß nicht, wer davon gehört hat, dass der Trümmerhaufen der World Trade Center Gebäude noch 6 Wochen nach dem Einschlag die Bagger glühendes Eisen aus den unteren Stockwerken herausholen. Glühendes Eisen, 6 Wochen später. Die noch mit einer Temperatur von über 1200 Grad glühten. Das kann man auf Bildern sehen. Glühendes Eisen von Baggern rausgezogen. Interessant. Wie gesagt, er wurde in Rente geschickt für seine Studie. Er sagt hier, ich habe mehrere Analysen über die World Trade Center Einstürze vom 11.09.1 durchgeführt, die interessante Ergebnisse hervorbrachten. Die Sache ist für mich als Physiker und als Bürger der Vereinigten Staaten überwältigend. Meine Ergebnisse zeigen, dass vorinstallierte Sprengsätze im World Trade Center Nummer 7 und auch in World Trade Center 1 und 2 existierten. Und dieser Nachweis einfach kaum zu widerlegen ist. Es gab eine Explosion, ich dachte nicht, dass es eine Explosion war, aber das Fundament des ganzen Turmes erzitterte. Und dann, als wir draußen waren, ereignete sich die 2. Explosion und danach eine ganze Serie weiterer Explosionen. Stephen Evans, CBS-Reporter in New York, und er war zu der Zeit vor Ort. Gehen wir weiter zu einem Zeugenaussage eines Leutnants der Feuerwehr. Er war Überlebender. Und er sagt hier, es waren Gebäude mit 210 Stockwerken. Sie finden keinen Schreibtisch. Sie finden keinen Stuhl. Sie finden kein Telefon und keinen Computer. Das größte Teil, das ich fand, war die Hälfte einer Telefontastatur, das Gebäude. Und dieser Satz von einem, der dabei war, ist für mich sehr wichtig. Das Gebäude brach zu Staub zusammen. Und das ist, was geschah. 200.000 Tonnen werden an Beton pulverisiert. Aber was uns bis heute am meisten Kopfzerbrechen macht, alle, die anfangen nachzudenken darüber, ist das World Trade Center Gebäude Nummer 7. Es wurde weder von einem Flugzeug getroffen und stürzte dennoch nach 7 Stunden in seinem Grundriss zusammen ein. Und zwar in 5,6 Sekunden. 47 Stockwerke. Es hatte 176 Meter Höhe. Die offizielle Stellungnahme sagt, dass die Statik versagte, weil einer der entscheidenden Grundpfeiler an der Ecke zwischen an der Ostecke versagte und die anderen Pfeiler das nicht übernehmen konnten. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich mich hier hinstelle und einen meiner Pfeiler nicht mehr funktioniert und ich bekomme irgendwo einen Schubs, dann falle ich denn wie falle ich denn zusammen? Na, ganz bestimmt nicht in meinen Grundriss, in meine Schuhe hinein. Ich falle auf die Seite. Aber das ist, was man uns glauben machen will. Und die Medien haben das tatsächlich
in Windeseile aufgenommen, und das ist die offizielle Version bis heute, Hermann Göring hier eine Aussage vor dem Nürnberger Kriegsgericht 1945, sagte er, ein Volk kann immer dazu gebracht werden, den Anweisungen ihrer Führer zu folgen. Achtung, dieses Zitat bitte genau mitdenken, denn wir machen uns an diesem Wochenende Gedanken über eine neue Weltordnung. Eine Ordnung, die heraufbeschwört wird und von den wenigsten Menschen bisher verstanden wird, was das eigentlich soll, diese neue Weltordnung. Wichtig ist, bevor wir verstehen, was die neue Weltordnung ist, denn wir sprechen morgen darüber, ist wichtig zu verstehen, warum es einen 11. September geben musste. Den Anweisungen ihrer Führer zu folgen. Alles, was du tun musst, ist ihnen zu sagen, dass sie angegriffen werden und die Kritiker des Mangels an Patriotismus beschuldigen, dass sie die Sicherheit des Landes gefährden. Dies funktioniert in jedem Land. Dieser Mann weiß, wovon er spricht, denn er war der Propagandaminister, einer der, neben Goebbels. Er war der Reichsmarschall. Er hat eine ganze Maschinerie am Laufen gehalten, um ein Feindbild im Dritten Reich am Leben zu erhalten. Freiheit und Angst, Gerechtigkeit und Grausamkeit standen von jeher im Konflikt miteinander. Und wir wissen, dass Gott nicht neutral dazwischen steht. Seit dem 11. September 2001 bezieht sich George W. Bush mehr und mehr auf Gott, um ihn dazu zu benutzen, um zu sagen, sie sind beauftragt als amerikanische Nation von Gott, etwas in dieser Welt zu tun. Und das lässt meine Ohren groß werden. Wir sind im Konflikt mit Gut und Böse. Ja, das stimmt. Und Amerika wird das Böse beim Namen nennen.